Was ist denn das hier? Bordeaux, Aquatanix. Abermals haben eure Armeen eine Belagerung erfolgreich. Toter Gefangener, der Baba konnte es nicht mehr ertragen. Gibt es keine Hoffnung mehr. Unglücklicherweise können die nichts aufbringen, deswegen exekutieren wir den guten Mann, um ihn endlich von seinem Leiden zu erlösen. Anscheinend hat sich Aquitanien gerade von Irland irgendwie unabhängig gemacht. Oder von Portugal, das jetzt nicht mehr existiert. Aber dazu kann ich nichts sagen. Auf jeden Fall Krieg. Wir haben eine die Macht der königlichen Familie ist gesunken. Ach so, ja, weil dann die ist die gesunken. Eurer königlichen Familie weil ja, sind erfreut über den Tod von Deutschrittern. Ungarn wird belagert. Allerdings glaube ich nicht, dass die irgendwas ausrichten können. Wir lassen uns von denen doch nicht verarschen. Mit unseren 6 Einheiten da und ihren Billo, die können nichts gegen uns ausrichten. Und die sind im Krieg mit Aquitanien. Politische Übersicht. Ich weiß nicht, woher, also die mögen uns, und wenn man mit Ländern, die einen mögen, irgendwie Krieg anfängt, dann sinkt die Machtposition. Das ist natürlich logisch, aber sehr äußerst ärgerlich. Politische Übersicht. Das hatten wir auch schon mit den Fatmiden, die waren ja Poppen und so. Möge euch die Sonne den Weg weisen. Denn meine diplomatische Botschaft. Oh Gott, ey, es regnet diplomatischen Botschaften. Kniaz, König von Novgorod, bla, freut sich auch über den Tod von Deutschrittern. Ja, gut, hier überall. Wir haben eine Stadt und die dazugehörige Provinz verloren. Was? Unsere Truppen waren mal versucht, die böhmische Belagerung der Stadt zu durchbrechen, nicht erfolgreich und wurden besiegt. Politische Übersicht. Wo? Hier? Ach, Ungarn. Ah. Politische Übersicht. Okay, das werden die teuer zu spüren bekommen. Das wird Krieg geben. Oder zumindest eine hohe Stromrechnung. Uiuiui, berühmte Rebellen ziehen durch das Land. Also Aquitanien hat große Probleme. Möge euch die Sonne ich sag natürlich nicht, dass ich die Probleme lösen werde, aber ich werde irgendwas lösen. Und zwar auflösen. Und zwar den böhmischen Staat. Endlich wieder warmes Essen. Das kann ich mir nicht von denen bieten lassen. Was ist euer Wunsch? So, was machen wir denn am besten? Aquitanien. Der komplette Vatikan hasst uns auf einmal auch. Na komm, das wollen wir uns hier nicht verscherzen. Lieber ein bisschen Geld reinpumpen. So, was müssen wir noch machen? Also wir sollten Italien noch loswerden. Mal auf dem Weg zurück. Dann schließen wir ab an der Grenze von Irland. Und lassen alles gut gesichert zurück. Und kümmern uns dann doch um die Deutschritter. Ich wollte eigentlich nicht, dass ich von irgendwem in meinem Zug unterbrochen werde. Ah, feindliche Armeen wieder. Ach, verdammt, wir sind auf die berühmten Rebellen gestoßen. Das wollten wir doch gar nicht. Aber wir sollten die Stadt auch so einnehmen können. Ach, nee. Ruhmreicher Sieg, mein Herr. Aber was soll das immer wieder? Immer diese Einbruch aller Abkommen. Mit wem wünscht ihr euch das denn? Mit dem Vatikan? Da steht Idiot auf meine Stirn getackert. Friedensvertrag mit den Deutschrittern. Der bietet dafür Vasallentum. Ja, sehr gerne doch. Ich habe nämlich keine Lust mehr auf diesen Krieg. Deutschritter, verdammt. Ich gewähre euch die Gnade. Die Gnade des Vasallentums. Och, nee. Achso, ich dachte schon, jetzt habe ich Krieg mit Novgorod, aber nee, alles in Ordnung. Novgorod ist immer noch nicht angepackt und dann können wir doch unverhofft doch den Krieg hier fortsetzen gegen Irland. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte eigentlich, wir müssten unseren Eroberungsfeldzug abbrechen und anfangen, unsere Heimat zu verteidigen. Wir haben natürlich jetzt im Moment keine Chance, die Provinz Ungarn zurückzugewinnen. Aber das ist ja auch nicht so schlimm. Na, doch ist es. Ich kann hier keine Einheiten ausbilden, denn die Nahrungsmittelversorgung hier ist unfassbar schlecht. Düssel, zurück an die... wo sind wir denn hier? Meine Güte, ist es das schwer, sich selbst wiederzufinden. Zurück an die Front und nehmen wir ein.
Wow, das ist eine gute Stadt. Ich grüße Quartanien den ist sehr, Herrscher der Welt. Sehr, sehr kooperativ. Möge Gott euch schützen, mein Herr. Königreich ist erfreut über die, dass wir in Irland einmarschiert sind. Politische Übersicht. Oh, wir haben wieder 100.000 Gold. Können wir doch direkt mal dem Vatikan geben. Ach, ich denke, wir nehmen gleich mal die höchste Summe. Müssen wir kurz warten. So, jetzt müsste es gehen. Und schon diplomatischen Brief erhalten, mein ist alles wieder unfassbar harmonisch. Ja. England ist besorgt über, oder auch erfreut, ich habe es nicht ganz genau gelesen. Aber meistens sind, schreiben mir die Leute ja nur, wenn sie erfreut sind. Politische Übersicht. So, aber dann machen wir mal dem größten. Wächst, mein Herr. Uns hoppala. Nun eine weitere Stadt. Mit dem zweitgrößten Provinzherrn, der endlich zweitgrößten Macht in ihr habt einen diesen Landen. Brief erhalten, mein Herr. Ja, es regnet in letzter Zeit so viele Nachrichten. Deutschland. Wir haben von der Eroberung gehört. Wir gratulieren zum Sieg und wünschen euch viel Glück. Es gibt Deutschland? Aha, also jetzt haben wir Templer und Lehensritter. So langsam kommen wir nämlich wieder in die deutschen Gebiete. Und deswegen wollte ich mal gucken, ob wir hier den Deutschritter denn haben. Ich hatte ja mal gesagt, Deutschritter sind so die besten Schwertkämpfer. Mein Herr. Und ich hätte die eigentlich gerne. Ja. Aber ich weiß nicht, sind Templer sind, glaube ich, auch nicht schlecht. Ja, wo waren die denn jetzt? Hier. Templer. Kirche, Kettenwerkstatt, Schwertmeister, benötigt katholische Religion. Gut gepanzert, berühmt für ihre Schwertkampf, nicht unterschätzender Gegner. Ja, wir sind wieder erfreut. Mittelschwere Infanterie, byzantisch, bla, Kettenhemdwehr, ja, gut. Ausländische Sympathisanten bereiten uns Probleme. Nicht mehr lange. Was wäre ja zu schade, wenn wir in... Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Schön, wenn wir den eine Tempelarmee oder sowas, irgendeine starke Einheit. Aber das Problem dabei ist natürlich, dass wir... In die Stadt. Was ist oder heraus? Was sind wir denn hier? Für die Krone. Angriff. Was ist euer Wunsch? Das Problem wird natürlich sein, Angriff. Dass wir die einnehmen müssen, ne? Oder zumindest, um unsere Einheiten wieder aufzustocken, müssten wir dann wieder hierhin zurücklaufen. Das heißt, wir bräuchten, deswegen ist es auch besser in Deutschland, sagen wir mal, anzufangen. Was ist euer weil wir dann ja einen relativ schnellen Zugang haben. Ihr habt einen diplomatischen Brief erhalten, mein Herr. Zu... Was ist euer Wunsch? Wir haben eine neue Provinz. Deswegen ist es natürlich, da ist es natürlich einfacher Zugang zu erhalten. Möge euer Feldzug zu Erfolg gekrönt sein, natürlich. Kämpfen mit irgendwem, ich habe keine Ahnung, was ist denn hier los? Ein bisschen... Ja, ist klar, wir verlieren dauernd wieder Handel, Edelsteine und gewinnen die wieder. Unsere Truppen haben die Stadt angegriffen und wir konnten siegen. Ganz überraschend. Ja? So, Sympathisanten können wir direkt mal loswerden. Das ist nämlich wirklich nicht nötig. Mein Herr. Was ist euer Wunsch? Für die Krone. Ja, und wir sollten noch nicht mal Einheiten verlieren, weil diese verdammten Sympathisanten sind es nicht mal wert, dass man sie anspuckt. Jetzt, wo ich besser bin, konnte ich mehr Gold verlieren. Eieiei, so viele Nachrichten. Sieg, Sieg, Sieg. Und ich hatte so gedacht, ja, ist es vielleicht schlecht, die ganzen Nachrichten wegzuklicken, aber ganz ehrlich, wenn wir jede Nachricht durchlesen würden, oder wenn ich, oder die nächste Stufe, wenn ich jede Nachricht vorlesen würde auch noch, ach du meine Fresse. Dann würden wir ja so hart verlieren, weil ja, dann komme ich ja zu gar nichts mehr. Politische Übersicht. So, Vatikan, Franken mögen uns auch irgendwie, Deutschland mag uns, England mag uns. Was soll das? Ich wollte hier gerade Weltherrschaft an mich reißen, auf einmal mögen uns alle. Die verdammte Machtposition, die dafür nötig ist, kann ich mir gar nicht leisten. Nerv. Ich grüße den strahlendsten Herrscher der Welt. Na gut, dann setzen wir den hier mal ein. Und machen mal Schluss mit dieser Volksverdummung hier. Hä? Habt ihr das gerade gesehen? Ach, ich habe auf eine andere Provinz geklickt. Ja, natürlich. So, jetzt aber hier. Nostalgie muss weg. Und auch in vielen anderen Landen. Nur leider kann ich das im Augenblick nicht sehen. So, die Welt ist im Augenblick katholisch. Also alles ist katholisch, bis auf einen Teil der Deutschritter und in meinen Landen.
Und Litauen. Litauen ist noch immer heidnisch. Und Novgorod ist orthodox. Aber ansonsten ist nur noch bei mir und bei den Deutschrittern ein bisschen was nicht katholisch. Politische Übersicht. Interessante Entwicklung. Aber natürlich auch nicht unerwartet, weil die katholische Religion ist ja ziemlich weit verbreitet und bietet natürlich Ja. auch unbestreitbare Vorteile im Kampf und in der Wirtschaft vor allem. Ja, wo müssen wir denn hin als nächstes? Hungern wir sie Zum Beispiel in aus. die Champagne. Nehmen wir uns einen schönen Bordeaux mit. Ich habe natürlich keine Ahnung von Mein diesem Herr, hungern wir sie Weinarber. aus. Ja. Irgendwo wird es ja was Ja. geben. Ja. Wo laufen die jetzt hin? Anjoff. Und da wartet Bruder Hügenin Ja. auf seinen Tod. Ja, mein Herr. So, der läuft. Die laufen nach Normandie und werden gerade von Deutschland belagert. Auch Was nicht ist schlecht. euer Wunsch? Na, ja, greifen wir den mal ein bisschen unter die Arme. Oder ich hoffe zumindest, dass ich das kann. Hoheit, feindliche Truppen marschieren durch eure prächtigen Truppen Ländereien. sind in die Bretagne eingefallen. Truppen aus England. Das schreit natürlich direkt mal nach einer Überholung unserer Stadtwache. Aber das ist ja relativ einfach mit diesen Möglichkeiten. Vor allem brauchen wir erstmal ein bisschen Platz. Steuertreiber weg, Palisade her. Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, mein Herr. Ein Und wir können es neues ja ein Gebäude wurde wenig errichtet, mein Herr. leisten im Ich Augenblick, grüße den deswegen strahlendsten Herrscher der direkt mal Welt. alles eingliedern, erhöhen, bauen, instant. Instantan, Injov. Siebte Tore werden gebaut, was soll das denn hier? Anjov. Da haben wir im Moment nur eine Armee. Wo ist die andere? Was ist euer Wunsch? Also, Angorn ist unterlegen. Belagert diese Stadt. Ja. Na gut, dann dauert es ja nicht mehr Was lange, ist bis sie euer endlich Wunsch? verlieren. Und Belagert hier können wir diese natürlich auch Stadt. nicht rein. Ach, die Wie belagern. lautet euer Oh, da müssen Befehl? wir warten. Oh, komm, bitte verliert doch bitte vorher. Hungert die Stadt Dankeschön. aus. Belagert diese Stadt. Reißt alles nieder und verbrennt, was ihr könnt. Ja, bitte nicht, das ist doch jetzt gleich meine Provinz. Das Wie nehme ich euch lautet aber euer krumm, Befehl? Leute. Ja. Na gut, die werden da noch ewig Ja, mein stehen. Herr. Und die hier werden hier hoffentlich bald fallen. Nicht unerhört. Ah, ja. Aber zumindest weiß ich ja, Mein was Herr, ich hier ich tue. habe jetzt mehr gelernt. Wir haben eine neue Provinz erobert. Ja, danke für die Information. Das habe ich auch gerade gesehen. Oder habe ich so gerade so durch großen Zufall bemerkt. So, Ah, jetzt habe Schwertkämpfer. ich neue Fähigkeiten. Kämpft um den Sieg. Und auch hier müssen wir die loswerden. Wales, seid gegrüßt. König, also der Krieg zwischen unseren Völkern hat zu vielen Toten und Verletzten geführt, weshalb der König von Wales euch einen Friedensvertrag anbieten möchte. Was ist eure Antwort? Leck mich am Arsch. Ist immer eine gute Antwort. Ja, dass wir gewonnen haben, haben wir ja auch gemerkt. Also das ist so teilweise jetzt auch schon so Ich grüße Nachrichten den für ganz strahlendsten Dumme. Herrscher der Welt. Dumm halt. Wir Mögt euch nehmen schützen, mein sehr Herr. viele Länder ein. Das wird uns noch einiges an Problemen bereiten. Guten Tag, mein Herr. Kann ich mir vorstellen. Denn Ich grüße wir den verursachen zu viel strahlendsten Nostalgie Herrscher für der zu wenig Welt. Kleriker. Vor allem da unser Er König ist ja vollends der schon Königin alternd ist. und die königliche Familie. Der altert aber ganz schön schnell. Ich hätte nicht gedacht, dass der jetzt schon an Altersschwäche Politische stirbt. Übersicht. Vor allem, weil die ja noch Wollt ihr gar euch keine Kinder gemacht die haben. königliche Familie vorstellen? Oh oh. Die haben noch keine Kinder. Die haben noch keine Kinder. Dann kann es nämlich sein, dass einer der Marschälle zum König wird und das ist ganz, Feindbar ganz und übel. reicher Sieg, mein Herr. Eieiei, das ist nicht schön. Ja, zumindest haben wir die Rebellen losgeworden, sind wir die Rebellen losgeworden Feindliche Truppen haben unsere und Grenze haben überquert. Irland, das aus vier Provinzen besteht, 1, 2, 3, 4. Oh Mann. Ja, zumindest beinahe platt gemacht. Flanders, nein. Normandie ist die letzte Provinz, die wir hier erobern können. Deswegen Zurück hinter lassen den wir das mal Schutzwall und stellen. schieben die lieber wieder zurück hier rein. Kümmern uns hier lieber um die Für die Nostalgie und die Kronfolge kämpft um den Rebellen Sieg oder so. politische Übersicht.